Salut! Yay! Super! Hey, mach nochmal eine andere Pose. Ich will dich in einer doofen Pose erwischen. In einer richtig, richtig bösen. Blöden, meine ich. Komm, mach nochmal eine andere Pose. Komm, das schaffst du. Die bewegen sich doch immer mal wieder, oder? Das habe ich bei fast jedem Charakter bisher geschafft. Irgendeine doofe Pose zu erwischen. Beweg die nochmal anders. Mach nochmal ganz kurz. Ramona, guten Abend. Hallo, Mama. Der macht's nicht, ne? Scheiße. Ja, egal. Na komm schon, lass uns ein paar Rekorde brechen. So, aber... Also sie passen zueinander, aber wie gesagt, ich finde das halt irgendwie... Bündig sieht halt anders aus. Es müsste eigentlich jetzt noch ein Stück... Entweder müsste jetzt ein Stück nach hinten, damit es mit das Ding hier bündig ist mit dem hier. Oder es müsste ein Stück nach vorne, damit die Wände bündig sind. Ich glaube, die Wände bündig machen wird am sinnvollsten sein. Aber da müsste ich das bei allen machen. Warte, ich probiere es mal kurz aus. Eisblume, hallo. Wenn das jetzt alles nach vorne geht. Also das hier kommt ein Stück nach vorne. So. Und das hier kommt auch ein Stück nach vorne. Upsala. Uah. Hilfe. Och Mensch. Sag mal. Och Mensch, jetzt. Oh. Spiel. Mach mich nicht fertig. So, oder? Nee, noch ein Stück nach vorne, ne? Sag mal. Ah! Nee, es passt nicht. Es müsste noch ein Stück nach vorne eigentlich. Oder alles ein Stück weiter nach hinten. Warte mal, kann das nach hinten? Nee, das kann halt nicht weiter nach hinten, ne? Och, Alter, diese... Puh, das Dekorieren ist echt eine Qual. Guck's dir an. Es hängt extremst. So. Weiter hinten geht's halt nicht. Jetzt ist es bündig mit dem, aber das hier ist halt nicht bündig. Und hier sieht's halt ziemlich scheiße aus, weil... Ist halt ziemlich an der Seite, ne? Ne, das muss schon nach hinten. Oder? Ach, Alter. Ja, so sieht's besser aus. Kann das denn wenigstens nach hinten? So. Hm. Aber das nervt mich, ne? Dass das nicht weiter nach hinten kann. Oder das hier ganz nach hinten machen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie besser aussieht, wenn es so ein bisschen raussticht, ganz nach hinten halt, weißt du? So. So, weiter nach da geht's nicht. Gut, wenn ich den Boden jetzt hier noch umändere, oder wenn ich sie tausche. Boah, ich bin total gerade, warte mal. So, das machen wir nochmal weg. So, entfernen. So. Das hier kommt ganz an den Rand. Bleibt mal kurz da stehen. Haus, Moment. Machen wir die zwei Dingerhäuser nebeneinander. Hier. Wie sieht das aus, wenn die zwei nebeneinander sind? Alter! Gut, so können wir es wenigstens ein Stück weit nach hinten platzieren, glaube ich, ne? So. Das hier kommt dann dahin. So. Und das hier kommt dann... Noch ein Stück vor? Nee. Ich bin unsicher. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich will es nur kurz zwischenlagern, weil ich überlege, ob ich das hier doch... Das ist eine Qual. Leute, ich werde nicht mehr fertig, du. Und die Häuser tauschen, das in der Mitte nach links. Ja, eben halt. Ich überlege jetzt, ob ich das ganz nach rechts mache, eher das hier.
Vielleicht wirkt das besser, wenn das ganz rechts ist oder so. Es hängt halt extrem, ne? Oh, das ist so eine Qual. So. Also, das dahin. Das hier in die Mitte. Weiter nach hinten geht's leider nicht. Geht nicht weiter, ne? Nicht noch. Nee. Geht nicht. Ja, und das dann daneben vielleicht. Vielleicht wirkt das so ein bisschen schöner. So. Ich glaube, so ist es tatsächlich irgendwie am besten. Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Guck mal, hier, das wirkt jetzt. Hier wirkt es ein bisschen stimmiger mit den Wänden. Und hier ist es zwar ein bisschen nach hinten versetzt, hier wirkt es aber dann hierdurch wieder ein bisschen schöner. Ich glaube, so ist es am besten. Boah, ich bin total. Gott sei Dank dekoriere ich mit Maus und Tastatur. Ja, wirklich tausendmal besser wahrscheinlich, ne? Ich müsste mir eigentlich mal das Ganze auf dem PC runterladen, allein schon wegen Dekorieren, ne? Aber ich zählt ja nicht mehr Season Pass, also Game Pass mäßig, ne? Das ist ja, glaube ich, auch gar nicht mehr drin im Game Pass, oder? Ich weiß es nicht mehr, ich will nichts Falsches sagen oder so, aber so wirkt es tatsächlich am besten, glaube ich. Ich lasse es jetzt einfach so. Wir müssen hier mit dem Boden noch ein bisschen nacharbeiten, aber das mache ich halt einfach offscreen ohne euch, weil das müssen wir jetzt nicht alles hier noch präsentieren, ne? Doch, ist es. Echt, ist es immer noch drin? Okay, ja gut, dann müsste ich es mir eigentlich mal runterladen. So, sprich mit Sully. Wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn verloren. Wo ist er? Da. Noch mehr Charaktere, die ich leveln muss. Ich muss noch so viele Charaktere leveln, ne? Oh, darauf ein bisschen Schokolade. Das muss ich halt noch aufessen. Das ist nicht schlecht. Hat mal was am Finger gegeben. Will jemand mal an meinem Finger lutschen? Steckt noch Schokolade dran. Wie wär's? Wir öffnen eine Tür zu etwas Neuem. Puh, dieser Ort ist ziemlich erstaunlich. Ungefähr so erstaunlich wie der Rekord, den du und Mike aufgestellt habt. Und warte mal, ich war doch schon mal hier, oder Toffi? So langsam erinnere ich mich. Es sieht genauso aus wie früher, aber du bist so groß geworden. Wow, ich glaube, ich habe dich wirklich vermisst. Auch wenn ich mich nicht wirklich an dich oder das Tal erinnere. Es ist, als ob ein Teil von mir sich willkommen fühlt. Ist doch schön, du großes Kuscheltier. Oh, wollen wir schmusen? Ich bin ja kein Umarmungsfan, aber den würde ich umarmen. Einfach mal rauszufinden, ob er so kuschelig weich ist oder so. Und dann ist er gar nicht so kuschelig weich. Dann ist er irgendwie so glitschig oder so. Stell dir mal vor, so eine böse Überraschung. Mike sagt immer, ich sei ein sentimentaler Fellknäuel. Apropos, er ist dort geblieben, um sein neues Scherzer des Monats Foto zu machen. Könntest du nach ihm sehen? Der Typ hat es genauso schwer mit der Balance zwischen Arbeit und Privatleben wie ich. Ich muss los. Nee, Sully, ich habe jetzt gerade nochmal gehört. Warte mal kurz. Hey, du da. Warte mal. Wir sehen uns. Nee, das ist nicht die Original-Sully-Stimme. Ich bin mir ziemlich sicher. 100% kann ich es natürlich nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Original-Sully-Stimme ist. So, ich muss nochmal nach Mike sehen. Ups, warte. Reiche. Guck mal, ich habe dazu gelernt. Ich kann jetzt auch fast traveln mit richtigem, ne? Richtig machen. Sprich mit Mike Loskowski im Reich von Die. Okay, mach ich. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Müsste die Stimme aus der Monster-Uni sein, glaube ich. Ich glaube aber nicht. Also von Mike auf jeden Fall, aber von Sully, ich finde, die hört sich ganz anders an. Oder waren es zwei unterschiedliche Stimmen von Monster AG und Monster Uni? Hey Mike, Sully möchte. Sully meinte, du würdest dich für die Wand des Scherzer des Monats fotografieren lassen. Nun, ich habe es versucht, aber ich kann das Stativ nicht finden und meine Arme sind zu kurz, um all diese Pracht einzufangen. Das ist doch der typische Spruch von Bernd das Brot.
Keine Sorge, Mike, ich mache ein Foto von dir. Hey, du musst auch mit drauf, Toffi. Wir sind ein Team, du und ich. Das wird eine runde Sache. Okay, mach ein Selfie mit Mike. But first, let me take a selfie. Ich dachte, der lacht gerne. Panik. Die sind alle irgendwie komisch. Mach nochmal ein blödes Gesicht. Mach nochmal ein anderes blödes Gesicht. Ja, das hatten wir schon. Ja, ich will noch gerne diesen Zwischenmoment ab. Ach ja, geil. Die sind alle blöd. Sven, danke, dass du da gewesen bist. Ciao. Ja, Hauptsache ein paar blöde Gesichter, das finde ich gut. Wow, das ist ein tolles Foto. Du hast wirklich die Persönlichkeit eines Monster-Rekordhalters eingefangen. Du bist der beste Praktikant-Assistent-Reiseleiter, den ich je getroffen habe, Toffi. Hey, warum sind wir noch hier? Lass uns dieses Dreamlight Valley gehen, von dem ich schon so viel gehört habe. Du warst ein tolles Publikum. Oh, und wir müssen ja auch mal in das Haus reingehen, ne? Da sind wir auch gar nicht reingegangen, um herauszufinden, wie schön das da aussieht. So, jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiges Foto. Achtung. Nee, doch nicht. Pff. Guck mal, ich stecke meinen Finger in seinen Mund. Oder er sieht aus, als ob er den Affen gleich fressen würde. Toffi, du machst das falsch. Und Mike, gibt es keine Bilder, wo man sein Gesicht sieht. Echt? War das in dem Film? Kam das in dem Film drin vor? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Hey. Schau bei Mike vorbei. Ja, da wollte ich sowieso jetzt gerade rein. Das hier ist es, ne? Das hier ist das Neue. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Also, weiß schon gar nicht mehr vom lauter Tauschen, was jetzt wem gehört eigentlich. Okay, sieht gemütlich aus. Doch, muss ich schon sagen. Winds of Change. Take me to the beginning of the morning. Of a glory night. Na 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 na. In the wind of change. Oder irgendwie sowas. Geht das doch, oder? Ich kenne den Text leider nicht. Tut mir wahnsinnig leid. Das Bild finde ich ganz cool. Das würde ich mir sogar privat irgendwo aufhängen. Ich finde, das sieht cool aus. Ja, nicht das da oben. Das da. Aber es ist ein bisschen eng. Weißt du, so riesig von außen und hier drinnen einfach viel zu eng. Das ist ein Running Gag von Pixar, dass Mikes Gesicht immer verdeckt ist. Echt jetzt? Krass. Das wusste ich gar nicht. Siehst du, ich muss die ganzen Filme alle nochmal gucken. Auch Wish. Ich habe gestern noch gegoogelt, wann Wish eigentlich auf Disney Plus kommt. Der lief ja letztes Jahr im November, lief der im Kino an. Das heißt, wir haben jetzt Dezember, Januar, Februar, über 3 Monate, der da im Kino läuft. Und normalerweise laufen die Filme tatsächlich relativ schnell dann auch auf Disney Plus. Allerdings auch nur, wenn es ein Flop im Kino war, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also bei Strange World und welcher war es noch? Ich glaube, bei Rot, ich glaube, der war auch kein großer Erfolg, ne? Die liefen tatsächlich 1 Monat später schon auf Disney Plus. Ich würde mir wünschen, den nochmal gucken zu können, weil eigentlich fand ich ihn ganz süß. Obwohl die Mehrheit, glaube ich, nicht so begeistert von dem Film gewesen ist. Aber ich fand ihn eigentlich ganz cool. Warte mal. Guckt euch bitte schön mein Avatar-Bild hier an da, ey. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was ändern. Das muss kurz sein. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Warte. Hüte? Warte, so. Jetzt habe ich meine schicke Frisur, das ist doch viel schöner. So, wo ist Mike jetzt nochmal? Ich wollte zu Mike. Mike! Wo ist er denn jetzt? Mike? Mike! 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 Wo ist der denn jetzt? Schau bei Mike vorbei. Der wird aber nicht zu Hause sein, weil ich war ja gerade in seinem Zuhause und da war er nicht. Perfekt gesungen, 10 von 10. Naja, leider nicht. Hä? Hier war ich doch gerade drin und er war noch nicht hier. Voll verarscht. Du bist hier. Also, oh,
Hey, sieh dir das an. Oh, und schau mal da, dieser Ort ist großartig. Ich erinnere mich an den blauen Himmel im Tal und diese Vögel und... Ach. Ach. Oh, und diese Pollen. Geht's dir gut, Mike? Oh, sicher, sicher. Es sind ja nur Allergien. Wie bin ich früher mit denen umgegangen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Wie auch immer, danke, dass du uns hierher gebracht hast, Toffee. Sunny brauchte wirklich eine Pause. Kümmere dich nicht um mich. Wir sehen uns besser. Bin bester Scherzassistent aller Zeiten. Du warst mir eine tolle Hilfe. Ach, guck mal, er hat ein Mikrofon. Ich hätte mein Sonnenmonokel tragen sollen. Wenn wir schon beim Thema Scherze sind, ne? Er hat ein Mikrofon, weil er Mike heißt, weißt du? Gute Nacht, Leute. Und vergesst mich nicht und ihr wisst ja, es war einfach nicht schön mit euch. Ja. Okay. Danke, Leute, ich bin noch den ganzen Abend hier. Und nicht vergessen eurem Kellner. Okay, die Hälfte habe ich nicht verstanden, aber ich finde es cool, dass er da wirklich immer so Sprüche klopft. Ich finde das geil. Toffee, du wolltest, dass wir dich dran erinnern. Nicht so hochschniefen, sonst hast du wieder Druck auf dem Ohr, wenn du übertreibst. Ja, stimmt. Hast du vollkommen recht. Aber es war nicht ganz so schlimm. Es war nicht ganz so schlimm. Schlimm. Ich hab's nicht übertrieben, okay? Ich hab's nur ganz kurz geschnieft. Es war nur ein Popel diesmal und nicht alle Popel, okay? Okay, damit sind wir tatsächlich vorübergehend erstmal mit dem DLC zu Ende. Tatsächlich kann man ja jetzt wahrscheinlich noch einiges machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier uns Mike kümmern, dem könnten wir jetzt natürlich auch was geben. Ich kann mal kurz gucken, was möchte er denn? Oh gut, wir können jetzt einfach mal ganz normal mit ihm reden. Ich lasse es jetzt einfach mal ein bisschen so. Und dann wünscht er sich wahrscheinlich auch hier, ich habe etwas für dich. Was habe ich? Kürbis, Seil oder Hummerbrötchen. Genau, wir können jetzt ein Hummerbrötchen machen und dann haben wir wahrscheinlich auch die Questreihe für ihn dann erstmal gestartet, ne? Ich mache jetzt einfach mal ein Hummerbrötchen und gucken wir mal, ne? Aber eigentlich sind wir jetzt ziemlich durch mit dem Anfang, also mit dem Overall-DLC. Wir haben den Realm jetzt quasi hinter uns gelassen. Jetzt gibt es halt eben eine Questreihe, die wir nach und nach freischalten müssen. Und ja, und alles andere haben wir auch gezeigt. Oh, stimmt, ich muss nochmal kurz in die Aufgaben. Das interessiert mich gleich nochmal, was wir hier noch für Aufgaben alles in unserem Sternenpfad haben. Boah, jetzt ein Hummerbrötchen. Oh, so ein, wirklich ohne Witz, dieses Hummerbrötchen, was ich da jetzt gerade gesehen habe, da hätte ich jetzt gerade wirklich Bock drauf, ne? Oh, jetzt so ein kleines Hummerbrötchen. Muss nur die Hälfte sein, das wird schon reichen. Du hast dir also das sagen. Soll ich meinen Hof? So, geben wir das mal. Um ehrlich zu sein, ich finde das etwas beunruhigend. So, das müsste eigentlich schon reichen, um die Questreihe freizuschalten. Ja. Siehste? Und was hat er für Items? Es sind... Was ist das für ein Stuhl? Der sieht aber komisch aus. Ihr seht ihn nicht, weil er hinter mir ist. Aber das Kleid am Ende, Alter. Und die Mütze. Oh, ich will die Mütze haben. Aber das Kleid ist ja mal wirklich sehr speziell. Okay, was machen wir bei ihm? Ich mache mal bei ihm auch Zeitveränderung. Davon brauche ich momentan am meisten, weil ich tatsächlich das ziemlich oft verwende, weil ich das hier eben dieses, wie heißt das Zeug, diesen Nebel verwenden muss, um halt alle Sachen freizuschalten im anderen Bereich, im Rift, ne, Ryan? Deswegen brauche ich das momentan am meisten. Setzt du den Vorschlag um, den man dir in Bezug auf Snaps gemacht hat? Den Vorschlag? Also meinst du, habe ich jetzt irgendwas überlesen? Hä, was meinst du? Ach, da, wegen Community Dreams. Das machen wir, das machen wir. Es bedarf allerdings ein kleines bisschen Planung. Dass man die, ja genau, das bedarf ein kleines bisschen Planung. Das machen wir gerne auf jeden Fall nochmal. Aber wie gesagt, heute wollten wir uns auf den DLC kümmern, um das Update kümmern und um die Sachen, die man eben freischalten. Aber das können wir auf jeden Fall gerne mal machen. Und, das braucht aber ein kleines bisschen Planung, da muss ich mich ein bisschen rumwurschteln und eindeichseln und so. Mit den Mods besprechen und so, wie wir das machen, ob ein extra Channel und welches Thema und so weiter und so fort. Und deswegen, das machen wir auf jeden Fall gerne, aber jetzt gerade müsste noch ein kleines bisschen warten, bis wir das wirklich umsetzen können. So, eins würde ich jetzt so gerne machen und zwar, Moment, ich gucke noch kurz. Ich lasse mir da was einfallen. Okay, Ryan hilft mir da, das ist super. So, und zwar...
Die Aufgaben. Entwurzle das Vergessen. Ich hatte befürchtet, dass das eine der ersten Aufgaben war. Ich hatte nämlich heute in dem Update-Video, was ich hochgeladen habe, also da, wo ich erklärt habe, was in dem Update heute alles drin vorkommt, habe ich tatsächlich jetzt schon alle Sachen entwurzelt. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen warten, dass ich das machen kann. Zertrümmere einige Felsen, ist ziemlich logisch. Dreamlight-Pflichten kommt immer drin. Stelle etwas her. Okay, irgendwas ist auch gut. Verbringe Zeit mit klassischen Freunden, das ist halt Mickey und so. Es ist besser, ein Lieblingsgeschenk zu geben, als es zu bekommen. Also irgendjemandem drei Lieblingsgeschenke geben. Also irgendeine Person halt Lieblingsgeschenke, ne? Das ist immer eine der ersten Aufgaben. Ja, merke ich schon. Genauso wie die hier, schließe Dreamlight-Pflichten ab, mindestens drei oder viermal drin vorkommt, wenn nicht sogar öfters. Also das habe ich, habe schon Situationen gehabt, wo ich diesen Sternenpfad, die Aufgaben weitergemacht habe und hatte dreimal diese Aufgabe. Drei von sechs Aufgaben war, schließe Dreamlight-Pflichten ab. Das ist echt ein bisschen beknackt gewesen. Klar, es ist, ne, es sammelt sich ja. Dreamlight-Pflichten schließt du ja quasi durchs normale Spielen ab. Und trotzdem fand ich es irgendwie kacke, dass halt immer wieder diese Aufgabe drin vorgekommen ist. Aber immer musst du es dann nur einmal machen. Ja, das stimmt. Trotzdem hätte ich es mir gerne ein bisschen kreativer gewünscht, ne? Also diese Aufgabe. So. Okay, Leute. Wir machen heute sowieso nur bis 19 Uhr. Muss ich tatsächlich, weil ich heute leider wieder was machen muss nach 19 Uhr. Deswegen können wir. Deswegen ja auch früher angefangen. Einerseits wegen dem Update und andererseits eben auch, weil ich eben, wie gesagt, noch was machen muss. Hope Melodies, du kommst leider zum schlechtestmöglichsten Zeitpunkt. Wir machen jetzt dann Feierabend, aber trotzdem, hallo. Genau, wir werden jetzt nämlich gleich den Stream beenden, denn eben 19 Uhr ist halt eben bei mir noch was. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein schöner Punkt. Wir haben jetzt quasi alles Wichtige abgehandelt, was wir abhandeln wollten und zeigen wollten. Und deswegen wird es jetzt erstmal eine Pause geben. Aber den nächsten Stream gibt es bereits am Freitag. Ja, also ihr müsst nur einen Abend auf mich verzichten, wobei heute Abend, naja gut, heute Abend sehen wir mal nicht, ne, weil ich ja schon live war. Morgen Abend wird es leider kein Livestream geben und am Freitag wird es dann wieder einen geben. Genau, passend, muss jetzt auch weg. Okay, das ist doch schön. Raidest du Paddy? Was spielt er denn? Soll ich meinen Bruder raiden? Würdet ihr da bleiben wollen bei meinem Bruder? Weil der macht meistens andere Sachen als ich. Ich habe immer so Bauchschmerzen, Leute zu raiden, die nicht das gleiche spielen wie ich, weil dann fühlt ihr euch da vielleicht nicht wohl. Seven Days to Die, das passt denn nun wirklich nicht. Ist dein Bruder, sei nicht so. Es geht ums Raiden. Es geht darum, dass die Leute, die ich irgendwo hinbringe, dass die genau den Content kriegen oder zumindest ähnlichen Content wie das, was ich mache. Also es wäre schon ein bisschen falsch, wenn ich euch dahin bringe, wo es am Ende keine Sau juckt, oder? Wer gehen will, geht halt. Soll ich's machen? Mach. Okay, mach mal's. Okay, also ich raide meinen Bruder. Moment. Wenn ihr da bleiben möchtet, dann macht es. Moment. Warte mal, ich muss mal kurz eingeben. Kriegt das jetzt so hin? Wie heißt mein Bruder nochmal? XX Paddy oder sowas, ne? Wie geht denn das nochmal? Ach, den du folgst. Warte mal. Ah, hier, warte. Nee. Hier im Plus. Ah, das ist neu. Das ist neu, wie die das jetzt machen. Dann komm einfach zu mir. Okay. Also, Leute, ich bedanke mich für den Stream und raide jetzt noch meinen Bruder. Und hoffe, ihr habt da auch eine schöne Zeit. Aber wie gesagt, er spielt was anderes. Also bitte nicht böse auf mich sein. Raid beginnen. So, der Raid startet. Los geht's. Hoffentlich. Jetzt raiden. So.